Bundesligaspiel schlug der VfB Stuttgart Meisterschaftsfavorit Borussia Dortmund 3:2 und das durchaus verdient. Der VfB kampfstark konzentriert mit mehr Power, Chandandy das 1:0 in der 33. Minute. Dortmund zunächst zwar spielstärker, aber ohne den letzten Biss. 4 Minuten später Freistoß VfB, Meißner, Lehmann-Vertreter Laux zum zweiten Mal geschlagen. Amoroso in Dortmunds Mauer reagiert viel zu spät, Meißner bedankt sich, das 2:0 auch der Pausenstand. Nach dem Wechsel Dortmund mit Everton für Evan Nilsson und mehr Biss. 45.000 Zuschauer sahen jetzt eine packende Partie. Wörns mit dem Anschlusstreffer in der 51. Minute. Dortmund drängte, Stuttgart konterte. Viorel Ganea mit dem Tor des Tages. Das 3:1 nach einer guten Stunde, Ganeas 9. Saisontor, sicherlich sein schönstes. Dortmund stemmte sich gegen die Niederlage, aber mehr als Kollers Treffer zum 3:2 Endstand ließen die kampfstarken Stuttgarter nicht mehr zu. Dortmund verspielte in einer schwachen ersten Halbzeit eventuell schon den Meistertitel.